So, weiter geht's. Damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. In der letzten Folge sind wir jetzt in den Westgraten angekommen, haben da schon mal ein bisschen aufgeräumt. Scheinbar sind die Venatori hier, die grauen Wächter sollen wir finden. Davon haben wir noch keinen einzigen gefunden bisher. Dafür Hyänen, Spinnen und diese komischen, ja, keine Ahnung, Räuber oder so. So sehen sie zumindest aus. Weißkrallen heißen die. So, bin ich durch eine Mine gelaufen und bin dann hier gelandet. Guck mal gleich mal, was da gibt, aber vielleicht gehe ich erstmal noch ein bisschen in die andere Richtung, weil da scheint es ja dann wirklich weiter rauf zu gehen in der Karte. Genau, den Schädel habe ich noch gesehen, den machen wir auch noch schnell. Und da sind überall Leitern, wo man hochkommt. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Wahrscheinlich schon. Aber ich glaube fast nicht, dass man. Ja, vielleicht ist das einfach nur da, dass man auf der anderen Seite wieder runterhopsen kann. Dass, wenn man auf dem Rückweg ist, nicht so weit laufen muss. Könnte ich mir vorstellen, zumindest. Naja, jetzt krabbeln wir mal den Schädel an. Und gucken mal. Drei Stück, ja, das sollte ja machbar sein, oder? Da ist eine, okay, dafür ist die Leiter schon mal gedacht. Da liegt eine Scherbe oben, lass mich raten, da liegt noch eine, genau. So, haben wir noch irgendwo eine Leiter stehen? Da liegt eine. Tada! Und hier können wir irgendwas kaputt machen. So ein Fels oder was? Ach, keine Ahnung. Jetzt klettern wir erstmal da hoch. Und holen mal die. Komme ich denn da überhaupt? Ja, muss ich wahrscheinlich eine Ebene höher. Ja, hier geht's. Okay, er rutscht nicht ab. Das ist schon mal gut. Okay. Ach Gott, da ist die Leiter. Scheiße. Voll übersehen. Gehen wir nochmal hoch. Das hat schon so einen Pinkstich, ne, die Rüstung. Aber in der Höhle sah es echt grausam aus. So, da haben wir auch irgendwas. Ah, da können wir die Brücke wahrscheinlich wieder aufbauen, oder? Okay. Vorhin habe ich noch Witze gemacht, dass das so ranzig ausgesehen hat mit den einzelnen Brettern, aber das sah halt schon cool aus. Das hätte mit der Hand etwas länger gedauert. So, da haben wir eine Scherbe. 14 Stück gibt es hier. Na gut, wenn man mal überlegt, im Hinterland waren es, glaube ich, keine Ahnung, 30? Kann man sich schon ungefähr so vorstellen, das Gebiet ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner. Generell das Hinterland, das hat sich ja so lang gezogen. Viele haben ja wirklich gesagt, nach einer Weile im Hinterland, oh nee, das Spiel ist scheiße und sind dann wieder raus. Eigentlich schade, aber ich kann es ein bisschen verstehen, die Hinterlande waren viel zu lang. Und da ist recht wenig passiert im Vergleich zu dem, was jetzt hier kommt. Und trotzdem warst du hier, keine Ahnung, tagelang mit beschäftigt, da rumzurennen. Ich meine, man will ja die Nebenquests auch machen, wegen XP, Belohnung und so weiter und so fort. Und weil es einfach ein Rollenspiel ist, gehört sich das so. Aber wenn es dann nur noch darum geht, dann, ja. Ist wohl irgendwas falsch gelaufen. Touch! Weil ich gerade echt glaube, ich hätte erst hier hin sollen und dann nach Empris du Lion. Weil irgendwie scheinen die Gegner ja alle deutlich schwächer zu sein. Wahrscheinlich habe ich irgendwann mal die Logik verfolgt. Je weiter es Richtung Westen geht, in Orlais, und je weiter es Richtung Osten geht, in Ferelden, desto schwerer sind die Gegner. Oder so ähnlich. War wohl eine blöde Theorie. Gut, bedeutet aber auch, dass wir hier relativ schnell durchkommen und trotzdem was von der Story kriegen, weil die verändert sich ja nicht nur, weil wir überheftig krass sind. Schlucht der verlorenen Quellen. Ach, ein Holzschlag. Können wir hier markieren, dann kriegt man wieder Ressourcen. Beziehungsweise Macht, Einflusspunkte, was auch immer. Muss da erstmal wieder so ein bisschen reinkommen, weil das habe ich ja bisher jetzt wieder gar nicht gemacht. Oh, eine Kiste. Kiste. Ich frage mich halt manchmal echt, wofür sind die ganzen Kisten eigentlich da? Da ist nur Scheiße drin. Ich kann mich an keine Kiste erinnern hier in der weiten Welt, wo irgendwie mal was Sinnvolles drin war, wo ich gesagt habe, boah, geil, das nehme ich. Irgendwie immer nur Mist. Ich weiß auch nicht. Doch voll Scheiße. Ich glaube, die Entwickler trollen die Spieler hier so ein bisschen. Warte mal. Jetzt bin ich echt im Kreis gelaufen. Nichts zu berichten.
Nachrichten, Sir. Das ist das Lager, wo ich gestartet bin. Ach du Scheiße. Ja gut, dann weiß ich ja jetzt, wo ich bin. Dann gehe ich immer da hoch. Hoch. Genau. Nehmen wir nämlich den Holzschlag gleich mit. Okay, da rechts geht's zur Map raus. Da wollen wir nicht hin. Noch nicht. Naja, wir sind ja erst angekommen. Also ich glaube, zwischen 5 und 10 Folgen pro Gebiet ist schon realistisch. Bei solchen Gebieten, die dann so ein bisschen noch verworren sind, zwar nicht übermäßig groß, aber halt ziemlich verwinkelt, da kann es auch mal ein bisschen länger dauern. Wenn man halt jedes Mal wieder hier durch diese komischen Gänge laufen muss. So, wie komme ich jetzt da hin? Wahrscheinlich einfach da durch. Ja, da war ich auch noch nicht. Sehr kreativ übrigens, das Gebiet heißt die Schlucht. Steigerung davon wäre eigentlich nur noch gewesen, Sand mit Stein. Ich glaube, wenn ich mal ein Spiel mache, dann nenne ich die Gebiete so. Sand mit Stein. Grasgebiet. Viel Wasser. Ja, ich glaube, das kommt gut. So. Das hier. Jetzt habe ich ein Fennekfell bekommen, aber irgendwie ein ziemlich hochwertiges, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur das schimmelige Normale, damit ich die Scheiße fertig kriege. Nicht mal das klappt. Also echt cool gemacht mit der Magie, ne? Dass man hier das zusammenzieht. Ich frage mich gerade auch ernsthaft. Ich habe ja noch nie eine andere Klasse gespielt hier in dem Spiel, ne? Als den Magier jetzt. Wie ist es denn eigentlich, wenn du einen Krieger spielst oder so? Weil theoretisch so mit Magie hast du es da ja nicht so. Könnte ich mir halt vorstellen, dass du vielleicht einen Begleiter mitnehmen musst. Der das eben kann. Sind die schon wieder da? Sag mal, was ist denn los mit euch? Synchrones Verkokeln mit anschließendem Ableben. Alles klar. Oh, jetzt packe ich mal den Gaul aus, den Drakese. Ach ja. Ja, ich weiß, da liegt nur eins, aber ganz ehrlich, also alles will ich jetzt auch nicht mitnehmen. Will auch mal ein bisschen vorwärts kommen, sonst stehen wir morgen noch hier. Und übermorgen. Und übermorgen. Und nächstes Jahr. Echt jetzt? Jetzt bin ich da wieder runtergerutscht? Wie scheiße ist das denn? Ich find's ja cool. Das ist ja echt eine coole Verbesserung gewesen für Dragon Age, dass man da eben in dem Spiel jetzt hopsen kann. Springen konntest du ja im vorigen Teil gar nicht. Ja, manchmal mag's doch so ein bisschen mühselig gemacht, das Ganze. Du rutscht eigentlich überall weg. Wieso ist jetzt... Ach so. Ja klar, die Wolken sind da. Also richtig aufgefallen, so wie hier sind mal diese Lichteffekte von der Sonne und so weiter eigentlich noch fast gar nicht. Also das merkst du hier richtig. Wenn da Wolken ziehen über die Sonne, dann wird es hier dunkler. Cool gemacht eigentlich. So. Ja, komm. Jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Ich meine, wir haben vorne schon aufgeräumt, deswegen durch die Tür klopfen, Hallo sagen und wieder gehen. Vielleicht. Die Tore von Toth. Nicht gut. Wir müssen einen anderen Weg finden. Dein Ernst? Och Mann. Und was für ein Mechanismus soll das eurer Meinung nach sein? Ein Rambock? Müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwo hin und irgendwelche Schalter drücken, damit das blöde Türchen hier aufgeht. Huch. Nee, rauszoomen wollte ich jetzt nicht. Ja gut, dann müssen wir sowieso einen anderen Weg nehmen. Ja. Genau, ja. Was habe ich denn da überhaupt markiert? Hier wartet der Abgrund. Ja gut, das ist die Hauptquest hier. Brrr. Also da geht's wieder erstmal nicht weiter. Okay, dann gehen wir als nächstes zu diesem Holzschlag, würde ich sagen. Vorausgesetzt, wir werden mich wieder abgelenkt von irgendwas anderem. Jaha!
auch krass, ne? Hier noch weit und breit kein neues Lager, das wir beziehen können. Wäre halt praktisch gewesen schon hier. Also musst du dauernd hier durch die Schluchten rennen und so ein Quatsch. Oh, da ist ein Fennec. Ja, steig ab, Junge. Der geht freiwillig in die Höhle rein. Blödes Vieh. Nehmen wir den hier. Tut mir auch leid, die sind ja echt cool, aber... Gebt mir eure Loot. Boah, wie die immer platzen. Total komisch. Erst kriegen sie einen Feuerball, dann sacken sie zusammen und auf einmal, puff. Das ist sehr interessant, also ich bin derselben Meinung. So. Einmal diesen. Dann machen wir diesen. Ich hoffe, dass mir das nicht zum Verhängnis wird hier. Im Prinzip sind die Gegner ja so schwach, dass ich sie gar nicht mehr ernst nehmen kann eigentlich. Ein Nachrichtenfragment. Ah, das ist für diese... Vielleicht kann ich da ja dann die Tür aufmachen, wenn ich diese komischen Nachrichtenfragmente alle habe. Ich wusste zwar nicht, wie man jetzt hier mit Vorlesen irgendwas öffnet, wobei, ein magischer Zauber. Aber noch mehr. Okay, jetzt brauche ich nur noch so ein Chiffre. Fragmente habe ich genug. Oder war das nur für die Requirierung? Ich blick's gerade selber nicht mehr. Da liegt ein Zettel. Lieferverzeichnis. Zweite Lieferung von Artefakten für die Griffonflügelfeste. Drei Stäbe, Eigenschaften unbekannt. Ein Gefäß zum Aderlass. Sechs beschädigte Bücher unterschiedlicher Lesbarkeit. Überreste eines Lyrium-Räuchergefäßes. Muss sofort zur Feste geliefert werden. Service wird dafür sorgen, dass die funktionaleren Gegenstände Calpurnia übergeben werden. Überall wird hier gedealt, ey. Und keiner tut was dagegen. Also muss ich gerade mal überlegen. Also rote Templer haben wir noch keine gesehen. Aber in der Mine waren sie ja offensichtlich zugange. Ich meine, wer sonst zieht sich hier rotes Lyrium ohne Ende aus dem Gestein raus. Das sieht ja cool aus hier. Ich meine, es bringt zwar nichts, weil hier kommst du nicht weiter, aber... Geile Festung, echt jetzt. Hat was. Finde es auch schön, dass von der Bauart her jedes Gebiet so ein bisschen anders ist, was die Gebäude angeht. Na, es gibt ja RPGs, wo jedes Haus in jeder Pampa-Gegend irgendwie genau gleich aussieht. Klar, die im Schneegestöber bauen die gleichen Häuser wie die in der Wüste. Klar, logisch. Finde ich das hier schon ganz gut gemacht. Vielleicht spiele ich die DLCs doch noch. Mal schauen. Okay. Seht ihr das Blut? Sieht nach Blutmagie aus. Komme ich da durch? Was? Barrieren können... Ah ja, okay. Ist das jetzt Feuer oder... Nee, das ist Eis. Das ist Eis. Das heißt, ich mache Feuer. Tada! Ja, wahrscheinlich. Das sind die nächsten. Stufe 15. Das wird besser. Das ist auch nur der Anfang so schimmelig. 3900. Alles klar. Was? Ah, okay. Dachte schon, es geht hier wieder zur Weltkarte raus. Das ist so ein abgesondertes Gebiet, so instanziert und so. Erhaltene Notiz. Eine erhaltene Notiz, die bei der Leiche eines Boten gefunden wurde. Valoren. Eure Zweifel waren berechtigt. Heladius lässt sich nicht umstimmen. Falls dieser Brief verschickt wurde, ist er versiegelt. Sendet Hilfe. Sarpedon. Also für ihn kam die Hilfe auf jeden Fall zu spät. Die Frage ist auch, ob ich da jetzt wirklich gleich schon rein will. Weil im Prinzip ist ja oft so, dass du dann außerhalb irgendwas machst und dann heißt irgendwann, geh mal da rein. Und mach mal. Oder so. Handgeschriebene Notiz. Morwen. Alexius ist gescheitert. Dadurch wird die Arbeit hier umso wichtiger.
Sichere die Anlage um jeden Preis. Der Älteste wird keinen weiteren Fehler deinerseits tolerieren. Service. Oh. Auch eine sehr eigentümliche Bauart einer Kiste. Illuminati? Das Dreieck. Ich habe jetzt aber hier auch noch keine Quest. Ich glaube, das hebe ich mir auf. Und überlege gerade. Wie machen wir das am besten? Ich glaube, ich reiß dann nochmal zurück an den Anfang. Dann hören wir erstmal den Gaul wieder raus. Geht ein bisschen schneller jetzt, weil da war ich ja schon. Ich laufe ja, wenn ich das erste Mal irgendwo durchlaufe, meistens zu Fuß, weil dann kann ich pingen und übersehe nicht so viel. Beim zweiten Mal lohnt sich dann schon nicht mehr so. Da war ich schon, da geht's zur Mine, genau. Ja, ist klar, ich könnte hier auch sammeln, aber ganz ehrlich, ist ja überschaubar, geht eh fast nur geradeaus. Wow. Der Valmont Pass. Alte Wegmarkierungen der Kirche. Die Kirche benutzte diese Symbole vor langer Zeit, um den Weg zu geheimen Orten zu markieren. Von Passanten werden sie häufig irrtümlich für simple Schnitzereien in Felsen und Bäumen gehalten. Ja, ich sag's mal so. Hier draußen? Seltsam. Wenn du hier überall die Erklärung dafür kriegst, dann glaube ich, dass das nicht mehr ganz so geheim ist. Kleiner Hinweis. Könnte ja sein. Oh, ein Gurn. Das sind wieder diese komischen... Waren das die Nashörner? Von hinten sieht er ja aus wie so ein Affe. Stufe 11, aber mit dicker Panzerung. Ja, gut. Sollte nicht das Problem sein. Wo geht's hier hin? Ach so, das ist praktisch wieder so eine Art Rundweg hier, dass ich da wieder auf die Stelle komme, wo ich gelandet wäre, wenn ich am Anfang gleich nach Süden gelaufen wäre. Was? Oh shit. Scheiße, ein hoher Drache. Okay. Da haben wir auf jeden Fall noch so einen Kandidaten. Aber wenn ich das jetzt mal so abschätze, was die Gegner hier an Level haben, dann dürfte der ja deutlich schwächer sein als dieser Hochland. Hirscher? Hochland? Na, der uns aufs Maul gegeben hat halt, meine Fresse. Hier, im Priest du Lyon. Na, der Feuerdrache in der Frostgegend, was absolut keinen Sinn macht, meiner Meinung nach. Weil bisher war es ja so, dass die mit ihren Magieschulen so ein bisschen an die Umgebung angepasst waren. Der macht hier den totalen Combo-Breaker. Mensch, bei so viel Elfenwurzel kann ich nicht Nein sagen. Ich weiß, ich könnte es mir auch kaufen, aber... Nein! So, Holzschlagposition, sehr schön. Jetzt gucken wir mal kurz. Wo geht's denn hier hin? Ach so, jetzt könnten wir diesem komischen Pfad folgen. Da sind wahrscheinlich noch mehr von diesen komischen... Ja, Markierungen, Symbolen, wie auch immer. Und hier sind ganz viele Fragezeichen. Habe ich jetzt die Sehenswürdigkeit überhaupt schon angegrabbelt da oben? Komme ich da überhaupt hin? Blick's gerade schon wieder voll nett. Ich war voll irritiert von dem Drachen. Was wird das, wenn's fertig ist? Eine Karawane von Räubern wieder? Wegelagerer. Halunken. Tu nicht Gute. Allerdings gleich Tote tun nicht Gute. So, jetzt pass mal auf hier. Servus. So, schmeißen wir das gleich hin. Dürfte sich ausgehen von der Zeit. Hier bleib stehen. Nee, doch nicht. Sehr, sehr schön. So. Wo ist die scheiß Sehenswürdigkeit? Jetzt mal blöd gefragt. Ist es vielleicht irgendwie in der Höhle unter mir, wo ich jetzt gerade nicht so ganz hinsehen kann, oder? Na, ich laufe mal kurz drumherum. Weil ich meine, ich bin ja hier schon gewesen, so gesehen, ne? Hm. Oder kommt man da vielleicht hoch? Oh, was ist denn das?
Sieht aus wie so ein... Naja, also nicht wirklich so wie ein Horusbildnis, aber so in die Richtung geht das schon. Also es hat schon so ein bisschen was Ägyptisches hier. Kann ich mir denn schon anzeigen lassen, was das für eine ist? Nein, kann ich nicht. Ich das jetzt da drauf setze. Na, ist es wirklich oben? Weil der Marker, der reagiert ja nicht auf irgendwelche Punkte auf der Karte, sondern einfach da, wo man ihn hinflatscht. Und dann sucht er sich die höchste Oberfläche, weil der Marker ja von unten kommt und dann, ja, bist du eigentlich auch nicht schlauer als vorher. Oder ist da doch ein Eingang? Ich raff's gerade echt nicht. Mal hier noch ein Stück weiter. Ach, da ist das Affen. Nee, das ist nicht der Affen-Stachelrücken-Typ. Das ist ein anderer. Also hier geht's noch weiter auf jeden Fall. Ich raff's nicht. Na gut, das spaltet sich ja in alle möglichen Richtungen jetzt auf, ne? Also wir sind nicht irgendwie unten gestartet und müssen uns hochkämpfen, sondern das geht in alle Richtungen. Doch ein bisschen größer, als ich dachte, vielleicht das Gebiet. Aber wie gesagt, bislang die Gegner, naja. Haben wir schon schwerere gesehen, glaube ich. Ich weiß nicht. Die Sehenswürdigkeit, weiß nicht, wie wir da hinkommen sollen. Vielleicht stolper ich ja mal zufällig drüber, deswegen ich will mich da jetzt nicht ewig mit aufhalten. Was ist hier? Wieder ein Riss? Nee, aber da qualmst du komisch. Achso, jetzt bin ich doch dem komischen Kirchenpfad nachgelaufen, oder wie? Will ich das denn? Eigentlich wollte ich ja erstmal gucken, was die ganzen Fragezeichen auf der Map suchen. Ja, komm, drehen wir nochmal um. Weil das ist ja offensichtlich, wo es da hingeht. Oh. Juhu. Na komm, Rune. Extra für dich. Stell dich auch rein, Mann. Das war Non-Crit 4000. Echt jetzt? Vorhin waren es 3900, aber der hat gecrittet. Oh, weia, wo bin ich hier nur gelandet? Ich will Gegner und keine Opfer. Also irgendwie macht sich so ein bisschen der Eindruck breit, als wäre der Drache wahrscheinlich der einzige Gegner hier, der uns ein bisschen ärgern könnte. Also die Venatori haben noch einen übelst heftigen, überpimpten Megaboss da, der irgendwie versucht, das alles wieder auszugleichen. Wie komme ich denn da hinten? Ich glaube, ich laufe jetzt doch mal auf den ursprünglichen Anfangspfad raus. Vielleicht werde ich ja dann schlauer dadurch. Wenn nicht, ist auch egal, dann hat sich ja nichts verändert. So. Ja, ich muss echt sagen, das Einzige, was ich noch ein bisschen zu bemängeln habe hier, ist, dass die Steuerung übelst klotzig ist auf dem Mount. Na, während du in manchen anderen Rollenspielen hier dynamische Bewegungen machen kannst, dich sogar drehen kannst, ruckzuck, kommst du dir hier vor wie, keine Ahnung, ein alter Trabant ohne Servolenkung. Ach, da ist so eine Mine. Die können wir auch noch beanspruchen. Wenn ich mal wüsste, wie ich da hochkomme. Versuchen wir es mal hier. Ja, mit dem Gaul geht es immer noch eher. Ich glaube, zu Fuß wäre ich abgerutscht. So, einmal kurz runter. Tadam. So. Ja, wie, jetzt sind die Fragezeichen schon wieder weg? Was ist das denn? Wo waren denn die dann? Ich meine, hinten war jetzt der Karren, haben wir gerade gesehen. Da war ich ja ganz am Anfang hier. Heißt, jetzt können wir auf jeden Fall wieder in die andere Richtung gehen, ohne zu befürchten, dass da irgendwas war, was wir übersehen haben. Ich glaube auch nicht, dass das der richtige Weg ist darunter. Ja. Warte mal, da ist so ein Trampelpfad. Gehen wir doch mal da lang. Der Seite vom Fluss war ich jetzt noch gar nicht. Oder hier hoch? Ja. Na, Serpas.
Alles klar. Wo führt uns der hin? Zu einem Lager. Drakologie. Nee, Drakonologie. Klingt cool. Na glaub, dann gehe ich echt erstmal da runter jetzt. Scheiß auf die Fragezeichen. Oder? Komm, da werde ich ja wohl noch früh genug hinkommen. Dann holen wir uns lieber erstmal das zweite Lager. Dass ich zumindest mal so ein bisschen schneller mich über die Map bewegen kann. Weil immer alles zu laufen ist halt schon ein bisschen kacke manchmal. Na klar, man ist halt verwöhnt. Früher gab es das alles gar nicht mit den Schnellreisen und so. Aber mittlerweile, ja. Das war früher elementarer Bestandteil von einem Rollenspiel, dass man gefühlte 10 Stunden durch die Pampa rennt, ohne dass effektiv was passiert. Wenn ich mir so Gothic 1 anschaue, oder bei Gothic 2 war es noch genauso, soweit ich weiß. Da konntest du nur an einzelnen Stellen bei irgendwelchen Fährleuten irgendwie ein Schiff buchen. Aber so von Stadt zu Stadt musstest du laufen. Ich glaube, das ging dann erst bei Gothic 3 irgendwie teilweise los mit der Schnellreise, war allerdings ein bisschen verkorkst, das ganze Spiel. Das hat es dann auch nicht mehr ausgeglichen. Ah, sieht cool aus hier, ehrlich. Schöne Kulisse. Und zeigt mir erstmal wieder, oh fuck, das Gebiet ist doch ziemlich groß. Ach, das ist ein Baum. Ich dachte von weitem, das wäre irgendwie, das sah aus wie so eine Hand oder so. Wow, wow, wow. Ich finde dieses Geräusch immer sehr strange. Okay. Ja, dann würde ich sagen, schlagen wir mal das Lager hier auf. Ich denke, ja, ein guter Punkt, um mal zu sagen, das war's. Also, noch nicht, aber gleich. So, einmal abspringen. Machen wir diesen hier. Wir müssten echt mal Tipps abgeben hier, ne? Wie die Zelte immer so schnell aufstellen und das Lagerfeuer. Und vor allem, wie sie es schaffen, irgendwie ein kleines Lager aufzubauen und das gleich so schimmelig aussehen zu lassen, als wäre es schon 10 Jahre hier. Das ist auch eine Kunst. So. Die Frage ist ja auch, ob das immer die gleichen Zelte sind. Vielleicht schiebt die ja einer immer heimlich mit ins nächste Gebiet. Hä? War das gerade mein Mount, was da so komisch... What the fuck? Alles klar. Was haben wir hier? Frinde Frederick. Ich glaube, der ist da vorne irgendwo. Ja gut, Leute, dann lassen wir es für heute erstmal gut sein. Wir haben viel gesehen, wir sind viel rumgekommen und in der nächsten Folge gibt es hoffentlich ein bisschen Randale. Bis dahin, danke, dass ihr dabei wart. Schreibt mir was rein in die Kommentare, wenn euch was zu einfällt. Und nicht vergessen, wenn es gefällt, Daumen hoch. Bis dann. Tschüss.